Ja, hallo zusammen, meine lieben Rollenspiel- und Dark Souls-Freunde, zu einer kleinen Special-Folge hier bei uns. Jo. Ich hatte diese Folge schon eine ganze Weile in Planung, muss aber zugeben, dass ich kein Char hatte an dieser Stelle hier. Also wir sind in den Demon Ruins, wie man gerade sehen kann. Und da hinten ist der Lavastrom-Dämon, um den es in dieser Special-Folge, wie der Titel wahrscheinlich auch schon sagen wird, geht. Ich hatte nämlich vor einer ganzen Weile mal eine kleine Diskussion mit einem Freund von mir über die Mechaniken des Lavastrom-Dämons, über seine Feinheiten, seine Story und alles. Und dachte, ich hänge mal eine YouTube-Folge dafür mit dran, da wir ja vor einer ganzen Weile Dark Souls 3, Dark Souls 1. Ja, ich spiele nebenbei auch Dark Souls 3, deswegen. Dafür kommt auch irgendwann mal ein Let's Play, hoffentlich. Dark Souls 1 ja schon mal Let's Story habe. Also eine richtige Story-Let's Play dazu gemacht habe mit ziemlich viel Hintergrundwissen, Spekulation und so weiter. Und ja, der Lavastrom-Dämon ist damals ein bisschen kurz gekommen, deswegen reiche ich das hier mal nach. Die Hintergrundstory zum Lavastrom-Dämon ist eigentlich ganz simpel. Der Lavastrom-Dämon ist der Sohn der Hexe von Aiselith, der damals eben, als die Hexe zum Monster wurde, ebenfalls zum Monster wurde, zum Ceaseless Discharge. Also der rastlose Erzeuger mehr oder weniger. Er erzeugt nämlich hier die Lava, die unter uns fließt. Das hat man ja damals schon im Let's Story gesehen. Nachdem wir ihn besiegt haben, ist die Lava weggegangen. Er ist also sozusagen der tote Wächter, halbtote Wächter dieser Dämonenruinen, der Demon Ruins. Jo. Das Nette ist, wir können einfach in seinen Bossfight-Room gehen und ihn uns anglotzen, ohne dass er erstmal pisst auf uns ist. Ich muss dazu nur die richtige Ausrüstung auswählen. Ich hoffe mal, ich habe hier Fernglas. So. Jo, das ist der Lavastrom-Dämon. Der Ceaseless Discharge. Wenn man sich so mal genau anguckt, sieht er ziemlich krampfhaft leidend aus. Es sprühen überall Funken von ihm und er hat sehr große Tentakeldinger, mit denen er nachher nach uns schlägt. Und ja, das Interessanteste an ihm ist diese Schwulst hier, die er vorne am Bauch hat. Das sollen mehr oder weniger seine Arme darstellen. Ich sollte auf jeden Fall mal den Ring wechseln, wenn ich hier nachher gleich gegen ihn battle. Weil das ist auch ein Teil dieses dieser Sache. Also ja. Diese komische Schwulst hier vorne, die sieht so aus, als ob sie nicht ganz an seinem Körper befestigt ist. Das sind sozusagen seine Arme, die zusammengebunden sind wie in einer Art Zwangsjacke. Jo. Gucken wir uns das Ganze noch von der anderen Seite aus an. Beziehungsweise hier sieht man es ein bisschen anders, dass es sein mehr oder weniger einer Arm ist, der da hier in diesen Rippen feststeckt. Beziehungsweise hier ist er auch ziemlich gut angekettet, aber hier liegen freie Rippen. Auf der anderen Seite sehen wir halt nichts davon. Der arme Typ ist halt vollständig deformiert. Man sieht nur seine Hörner halt, die ein bisschen an den Taurus-Dämon erinnern, aber hier auf der Seite sind absolut keine Rippen. Gut. Ich habe 20 Estus. Das reicht mir hoffentlich zum Überleben. So.
Der Ceaseless Discharge ist kein gewöhnlicher Boss. Das auf jeden Fall nicht. Wie man jetzt schon daran merkt, dass wir einfach in seiner Kampfarena stehen und er uns nicht angreift. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihn anzupissen. Also, dass wir den Bossfight triggern, den wir halt auch triggern müssen. Kann ich noch hier einen anderen Ring reinlegen? Weil Balance brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mein Zeug retten will ich auch nicht unbedingt. Pack mal noch den Hartstahlring mit rein, dass ich mehr Schutz habe vor seinen physischen Angriffen. Also ja. Die eine Möglichkeit ist, da hinten sein Heiligtum zu plündern. Dann ist er erstmal richtig pisst. Die zweite Möglichkeit ist, ihm einfach in die Fresse zu boxen. Oder ins Gesicht zu schießen, besser gesagt. Und diese zweite Möglichkeit werde ich jetzt erst einmal in Angriff nehmen. Und so wie es auch zwei Möglichkeiten gibt, ihn anzukeksen, den Lavastrom-Dämon. Wie man sehen kann, ist er das schon. Au. Gibt es auch zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Die erste Möglichkeit ist, wir verstecken uns hier in diesem Loch. So. Damit dürften wir ihn erst einmal hier rumlocken. Genau. Dann glotzt er nämlich hier böse rein und schlägt genau mit seinem Tentakel zu. Das Ding könnten wir jetzt theoretisch hauen. So. Also ja, könnten wir hauen. Das macht sogar ein bisschen Schaden. Und ihn noch saurer. So. Locken wir ihn mal wieder hier rüber. Ey, nicht cheaten, das ist unfair. Au. Okay. Gut, da müssen wir ihn wahrscheinlich noch weiter weglocken. Weil er steht halt zu nah hier. Genau, schlag mal da rein. Das Gute halt ist, er ist langsam. Und ja, auch wenn es mich umbringt, genau. Man kann ihn halt einigermaßen ausmanövrieren. So, ich will euch jetzt mal zeigen, was passiert, wenn wir so zurück zum Eingang rennen. Also hier die Treppen runter. Zurück zum Tor. Wie ich gesagt habe, der Lavastrom-Dämon oder das Ceaseless Discharge hat zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Die eine habe ich euch jetzt gerade gezeigt. Die zweite ist etwas trickiger. Sie würde eigentlich beinhalten, hierher zurückzurennen. Was allerdings so nichts bringen wird. Weil er wird nur brüllen. Genau. Gut. Wenn er. Mal sehen, ob wir lebend an ihm vorbeikommen. Scheinbar schon. Ja, ich spiele hier gerade wirklich mit dem Teufel, um euch das hier zu zeigen. Die zweite Möglichkeit ist nämlich etwas trickiger. So, er schlägt da rein, das heißt, wir haben Zeit. Und ja, ich bin echt froh, dass er mich gerade nicht instant killen kann. So.
Wir klauen das Zeug hier und bleiben hier stehen. Oh, er hat's schon gemacht. Schade. Er hat sich nämlich jetzt seine Tentakel also seinen Geschwulstarm rausgerissen. Wie ihr an dem riesengroßen Loch halt sehen könnt. Und er schlägt jetzt halt ordentlich zu. Schade, ich hätte die Leiche, ich hätte warten sollen, bis er kommt, bevor ich die Leiche plündere. Dass ihr das auch richtig hättet sehen können. Hm. Au. Naja gut, da gibt es eine Möglichkeit für. Mache ich extra für euch. Zurück zum Lagerfeuer. Dass ihr das auch mal sehen könnt. So, also ich bin wieder zurück. Ich habe zwar ein paar Flakons jetzt verbraucht, aber mit 13 dürfte ich das auch noch hinkriegen. Ich überlebe ja seine Angriffe recht gut und er macht sie zum Glück nicht zu schnell. Das ist einer der wichtigsten Aspekte beim Lavasturm, dem man, der ist arschlangsam für einen Dark Souls-Boss. Deswegen ist halt das Wichtigste, was man machen kann, ihn ausmanövrieren. Das Problem ist, er wird jetzt von Anfang an angepisst auf uns sein, wenn wir reinkommen. Ja, und da hinten kommt er schon. So, seine Schwulst ist geheilt. Wir suchen hier erstmal das Weite. Au. Da brennt er uns wieder ein. Also ja, die Flakons, die dürften reichen. Und da hat er sich den Arm ausgerissen. Wir haben es leider wieder nicht gesehen. Beziehungsweise nicht richtig. Aber ihr habt so ungefähr die Vorstellung davon, wie er sich halt hier den Arm ausreißt. So. Und wie er sich damit halt selber irgendwie schwächen tut. So, zurück zu unserem eigentlichen Vorgehen, ihn hier so zu töten. Das haben wir nämlich jetzt detriggert. So, hallo Lavasturm-Dämon. Jetzt macht er nämlich was anderes. Genau, jetzt haut er nämlich mit dem Ding hier rein und tötet uns. Okay. Er haut jetzt also mit dem Geschwulstding, mit das er sich rausgerissen hat, auf uns ein. Gut, wusste ja während der Aufnahme immer passieren, dass wir sterben. Ist aber, wie gesagt, halb so wild. Die 1800 Seelen verkrafte ich, die eine Menschlichkeit, die ich jetzt verloren habe. Also ich bin jetzt wieder eine Hülle. Sind auch nicht so schlimm. Dumm-di-dumm-di-dai. Vielleicht kriegen wir diesmal besser zu sehen, wie er sich den Arm ausreißt.
So, brüllt er gleich wieder? Nein. Er kommt einfach nur angelatscht. Gut. Jetzt hat er gebrüllt. Gut. Er hat seinen Arm wieder. Das heißt, er würde wieder seine Standardattacken hier machen. Komm, mach. Genau. Ja, da hat er sich jetzt den Arm ausgerissen. Wie wir sehen können. Also, er blutet jetzt da mehr oder weniger. Er hat da jedenfalls eine klaffende Wunde. Und ist halt noch mehr Aggro. So. Bedeutet nicht, dass er schneller geworden ist, zum Glück. Bedeutet nur, dass er immer noch böse brüllen kann. So, unser eigentliches Ziel ist es jetzt, zum Ausgang zurückzukehren. Denn das ist die zweite Möglichkeit, den Boss zu besiegen. Wir müssen dafür sorgen, dass er sich den Arm rausreißt. So, und dann macht er genau diesen Sprungangriff und hängt jetzt in der Leere fest. Und wir können ihn... den Gnadenstoß geben. Genau. Ihr habt gesiegt. Ihr kriegt die Menschlichkeit wieder, ihr kriegt Seelen und ich habe die Larve erkalten lassen. Jedenfalls einen großen Teil davon. Jo. Jetzt kriege ich noch Seelen dafür. Sehr gut. Jetzt werde ich noch zurück zum Leuchtfeuer gehen und mich dann von euch verabschieden. Also ja, das sind die beiden Möglichkeiten, den Lavastrom-Dämon zu triggern und zu töten. Also zu triggern, indem man ihn angreift oder indem man hinten sein Heiligtum plündert. Und ihn zu töten, indem man ihm entweder nicht dafür sorgt, dass er sich den Arm rausreißt und ihn in der Nische bekämpft, was langwierig sein kann. Oder man nimmt halt den mutigen Weg und sorgt dafür, dass er sich den Arm rausreißt und sich selber da in diese Position boxiert, wo er nicht mehr wegkommt, wo man ihn einfach nur noch runterschlagen muss. So, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Special-Folge. Damit verabschiede ich mich mal und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten und vielleicht in Dark Souls 3. Also bis dann.